Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 2. Und zwar nehme ich das direkt am Stück natürlich auf, weil mir das Spiel gerade echt Spaß macht. Natürlich habe ich noch keine Tipps lesen können, weil wie denn, wenn ich noch nichts hochgeladen habe, weil ich... Ist ja klar. Aber trotzdem rede ich jetzt erstmal ein bisschen darüber, wieso ich hier keinen Krieg erklären kann. Was hatte der nicht mal jemand drücken? Oh, was ist das denn? Die voll die coolen Reiter. Man kann doch hier sicherlich irgendwas bauen. Gucken hier, Alt Argon, das klingt doch cool. Da, neue Besitztümer kann ich bauen. Kann ich nix. Wo ist denn hier Barcelona? Kann ich da irgendwas Neues bauen? Kann ich auch nichts bauen, hab kein Geld. Ich bin zu reich. Nee, zu arm. Wenn ich reich wäre, dann bräuchte ich ja kein Geld. Egal, mache ich erstmal vorwärts, damit wir hier hinten diese Rebellenarmee vernichten können. Und. Ja, ich. Boah, das sind echt viele Truppen, die ich habe. Lebenstruppen. Wenn wir keine Wehrpflichtigen ausgehoben haben, können wir keine Kriege erklären. Ja, schön. Vasallenabgaben. Lange. Wie mache ich mir das? Nein, nix. Nein, was ist das? Oh, wir sind da angekommen. Das ging aber flott. Sieg, wir haben gewonnen. Ach, das sind auch meine. Okay. Wo? Ah, wir haben mehr von 40. Die anderen habe ich auf 15. Gründet wo? Wo? Da? Bist du doof? Bist du sie noch alle? Gib dir gleich Unabhängigkeitsfraktion. Mir fehlt ein Vormund. Dann suche ich mir mal hier einen aus. Vasallen, was habe ich denn hier noch? Irgend so ein Bürgermeister, der mich nicht leiden kann. Da, du da. Von so. Oh ja. Mach mal warte, kurz Pause. Ja, hier machen wir ein Kind für mehr ausbilden. Welches Kind hat denn keins? Dolka oder Dolcha? Das da. Da muss ich hier auch noch einen aussuchen. So, ja. Ich würde meine Meinung erhöhen, sonst hat sich das nämlich. Machen wir hier mal wieder eine neue Geschwindigkeit erstmal. Und ich. Da wir eh keinen Krieg zur Zeit machen können, lasse ich die Wehrpflichtigen wieder gehen. Weil dann finden die das hier auch. Sind die wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so stinkig. Was? Ja, das ist die Vermundschaft, ja, das ist gut. Insgesamt lasse ich meine Truppen, glaube ich, abziehen erstmal. Brauche ich eh im Moment nicht. Nein! Meine Truppen brauche ich eh im Moment nicht, deswegen muss ich, dass ich die abziehen will. Kann ich eh nichts mehr anfangen. Es hat übrigens gerade an meiner Tür geklopft, deswegen habe ich Nein gesagt. Und ich werde das jetzt gekonnt ignorieren. Und zwar... Nein! Das will ich einfach rausschneiden. Ja, ich bin so toll. Was haben wir denn hier? Ein Vasallen? Ja, das ist schön. Wie kann ich denn das... Ja, du bist stinkig, wieso? So. Neuer Titel. Ja, das verstehe ich nicht. Was kann ich denn hier dagegen machen? Muss ich hier jemanden... ...da zum Grafen ernennen, oder wie? Läuft das hier? Drucken der örtlichen Person ausgeben. Ja, das will ich ja machen. Was ist das? Frankreich. Meine Flotte kann ich auch erstmal wieder zurückfliegen.
Ja, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Was hat das hier zu bedeuten? Titelverlust, ja. Schön. Ein Titel kann und können geschaffen werden. Herzogtum von Norwegen. Aber wie mache ich das? Muss ich da hier auf Diplomatie gehen? Verlötnis. Ne, ich will ja keinen Verlötnis. Auszubildendes Kind, das will ich auch nicht. Was habe ich denn schon alles eigentlich erfüllt von den Tugendbold hier? Hat das irgendwo gesehen? Ich habe Verbündete. Krieg von Narawana, Ungarn, ja. Und Salamanca. Wie mache ich das jetzt? Oh, was ist das? Gattin Blanca ist schwanger geworden, das ist cool. Oh, hier kämpfen Naborn gegen Naborn, was? Armee von Graf Amerik kämpft gegen sich selbst. Achso, ne, hier. Gegen von Kakossonne. Et von Kassasonne. Wahrscheinlich von hier. Was, das Ding gehört sogar noch mir hier? Provinz? Wird Alfons von Aragon. Klingt so ziemlich nach mir. Das Heilige Römische Reich. Aber ich bin da wohl Graf oder sowas drin. Hier haben sich welche geklopft. Hier belagern so welche. Es geht hier schon ganz schön rund. Intrigen. Was ist mir egal? Wo ist denn hier? Ne, ich will keine töten lassen, vor allem nicht, wie jetzt schwanger ist. In Frankreich will ich keinen Krieg haben. Was ist das hier denn? Das ist ja nicht Frankreich, oder? Das muss ein anderes Unbedeutendes sein. War das nicht mal England? Was ist mit dieser Türkise? Habe ich übrigens schon gesagt, dass ich mich in die Musik verguckt habe, weil die ist echt geil. Oh. Geschlagen wurde das Prinz Fernando von Castell. Ja, machen wir. Oh. Wieder eine Vormund fehlt mir. Ach, wir sprechen ja. Was er wird denn? Leute, er wird ein törichter Krieger, na super. Wieso das denn? Warum mag der mich nicht? Vasallennachfolge war noch. Nach dem Tor gewonnen. Was soll man Herzog Gaston der Gute. Wenn du so gut bist, warum hast du das? Warum das denn? Die Nachfrage setzt sich manchmal seines Bonnburg. Nach ihrem Tod könnten denn ihre Titel aus eurem Reich verschwinden. Aber wieso? Was bist denn du? Bist Asche von Beran. Ja, aber was mache ich dagegen? Das hat mir keiner gesagt im Tutorial. Einkerkern? Nee, danke. Oh. Ramon Berenguer de Aguirre behauptet, dass er ein besserer Meisterspieler als Königsmutter Sancha wäre. Versucht darum, seinen Titel, oder dass er den Titel des Meisterspielers von König Aragon zu bekommt. Oh, von König Aragon. Ich herrsche im Königreich von Aragon. Was? Okay. Ich nehme mal das da. Ich habe keine Ahnung, was das gerade. Was habe ich jetzt gemacht? Ja, bei der Reichsansicht. Ja, die Vasallenabgaben habe ich doch gar nicht erhoben. Die habe ich doch schon wieder. Unabhängigkeit. Okay. Unabhängigkeit finde ich aber doof, ich mag keine Unabhängigkeit. Ich will immer noch wissen, was das jetzt bedeutet. Ah ja, Kinder fehlen ja im Vormund. Du. Hast mir gerade recht. Du musst jetzt Vormund, meine großen Kinder.
Wer fehlt denn hier im Vormund? Constanze von Barcelona. Sag, Kind bildest du jetzt aus, Kumpel? Was ist denn? So. Sag. Was machst du jetzt? Währenddessen überlege ich mir, was ich jetzt als nächstes mache. Wie sieht es mit der Religion aus? Könnt alle dem Papst mehr leiden als ich, ist nicht doof. Wie lange lebst du noch? Ja, der lebt noch ein bisschen. Der lebt auch noch ein bisschen. Ist auch noch recht jung. Der ist auch noch frisch. Schade. Gut. Betrieben will ich nicht. Militär bringt mir eh nichts. Und was haben wir denn hier? Ackerbau. Was bringt mir das denn, wenn ich das da? Wie forsche ich denn hier? Was ist denn hier reich? Nee, mal gucken, forschen wir mal was. Und zwar in Wirtschaft. Zack, aufgehört. Cool. Wie mache ich denn hier Fortschritt? Was? Der Typ macht mir Sorgen. Ach so. Ah ja. Und was haben wir hier gesetzt? Das habe ich geguckt. Ich könnte das Erbrecht ändern. Was habe ich denn für Erbrecht im Moment? Frauen können erben, aber das ist cool. Das ist Medaille. Ja, damit bin ich eigentlich ganz zufrieden. Hier verstehe ich noch nicht ganz, wie kann ich das hier? Ach, das geht von der Zeit weg. Oder mit der Zeit. Ach, jetzt kann ich das. Welche von Seele ist unabhängig? Keine eurer Verwandten. Das ist echt bankrott. Das ist 50 Prestige. Achso, König der Alfonso ist. Okay. Machen wir, oder? Gut Glück. Zack. Jetzt sollte ich, was haben wir hier? Wir können Probleme zu machen. Nein, denn. König Anzu von Navarra, von Leon. Ja, der Typ. Alle anderen ist, wo ist eigentlich Narava? Ist das hier Narava? Hier ist Portugal. Das liegt. Aber Lyon, den hören wir. Und mögen wir wahrscheinlich diese Ohren. Den rufe ich zu den Waffen. Jetzt hole ich jetzt so ein paar Truppen rein. Alle mal nach unten. Los geht's, Leute. Vielleicht sollte ich noch ein paar mehr Truppen reinhauen. Sammelt euch alle mal hier in der Stadt. Leider können wir im Moment nicht auf den Arsch, aber. Schade. Naja, vielleicht nächste Mal. Wenn meine Truppen jetzt auch nicht sich erstmal versammeln, dann. Für eine Provinz hier das ganze Land ins Krieg geschmissen. Aragorn-Fraktion gegründet. Interessant. Okay. Komische Sache. Hier ist es wahrscheinlich ganz stark. Sieht direkt mal nach hier unten. Ich könnte da eigentlich direkt mal reinmarschieren. Schon. Aber das sind schon. Genau, ja, 8000 Mann, die ziehen jetzt nach unten. Dann machen die das hier fertig. Und der Rest zieht hier hin und verteidigt
meine Provinzen, wenn nötig. Was? Meine Tochter wurde geboren. Yay! Oh, ja, ich vielleicht mal benennen sollen. Irgendwas. Pause kurz, bitte. Rechtmäßige Einkerkerung. Folgen Untertanen kommt die Einkerkerung und die Reihe hervorzurufen. Königin Blanca von Aragon. Wieso? Die Verhaftung von König Blanca versuchen wir gezielt auf unserer. Also die Staatsintrigen haben wir ja, der verkauft von so bla bla bla. Wenn wir scheitern, können sie jetzt den Krieg erklären und Häuser verlangen. Machen wir. Keine Ahnung. Oh. Was? Das ist ja super. Herzogtum von Champagne, aber wo ist denn das? Das da oben. Ach, das ist ja Frankreich. Ach Gott. Ja, das war vielleicht nicht ganz so gut. Ist das da auch meiner? Geht gleich mal ein bisschen schneller. Achso. Geht gleich insgesamt mal ein bisschen. Was habe ich denn hier für Truppen? Ordentliche Kavallerie, ein paar schwere Infanteristen, viele Bogenschützen, Spießträger und leichte Infanterie. Ja, wir greifen an, Leute. Also was von. Was hat das zu tun? Wir könnten Verbündete rufen. So, nee, das habe ich ja schon versucht. Das ging ja nicht. Allein in der Gelbe keinen Sinn. Aber hier sind jetzt schon ein paar viele Truppen. Sollte ich doch lieber. Ich schicke die mal da zur Hilfe. Weil das sind schon ein paar Truppen. Es sind zwar nicht so viele, aber wenn die jetzt zu zweit kommen, ist das auch schon ganz schön was. Ansonsten erobern wir das Ding hier gerade wahrscheinlich. Oh, jetzt haben die hier 13.000 Mann, das sind schon ganz schön viele. Ich gerade so mitteilen. Erfolglose Ausfälle der Belagerten. Das wird vorkommen. Verteidiger von Nasen oder von Angriffen überrascht, wie sich das. Ich hab hier jetzt wird vorkommen. Okay. Okay. Das hier macht mir ein bisschen Sorgen, die Truppen da oben. Das sind schon ganz schön viele. Ich wusste gar nicht, dass sie damals hier um die Zeit schon so viele Truppen mobilisieren konnten auf die Stelle. Oh, jetzt geht's hier los. Schnell in den Kampf eingreifen könnte. Ah, sieht doch ganz gut aus für uns. Haben wir noch 300 Mann Verstärkung? Gut, sieht auch noch hin. Ja, das sieht ganz gut aus für uns. Oh, guckt ihr das an, wie weggemetzelt werden jetzt. Wir haben zwar auch einiges verloren, aber wir haben jetzt keine Chance mehr hier. Sieg, Schlacht von El Pedragel. Pedragel. Komischer Name. Wir haben 13.000 Mann in den Kampf geführt, 4.000 verloren und 9.000 haben überlebt. Der Feind hat 13.000 Mann in den Kampf geführt, hat 8.500 verloren und 4.700 sind am Leben geblieben. Das heißt, das war ein glorreicher Sieg, war das. Eine glorreiche Schlacht, wollte ich sagen, aber naja. Yes, wir haben einen gefangen genommen. Bürgermeister Salvador. Dieser Narr. Jetzt belagern wir das Ding hier und dann ist Ende im Gelände. Truppen führen wir hier noch zusammen. Irgendjemand ist gerade verreckt. Greifen. Ach, überhin. Wer bist du jetzt? Ja, solange du noch zu mir gehörst, Fräulein. Aber was gehört dir denn nochmal? Ach, Bären, genau. Das sind deine Kumpels hier, also deine Söhne, Männer. Deine Kumpels. Oh.
Ach, da ist schon wieder der Timer. Die Zeit fliegt aber auch herum hier. Ja, ich gucke eben noch. Was bist du denn? Muss ich dich irgendwie einheiraten oder so? Quatsch. Heirat aber nicht. Hier habe ich nicht irgendwie so einen. Ich habe keinen Sohn mehr. Schade. Ich kann das Kind hier ausbilden. Irgendwas muss ich doch da machen können. Was lasse ich hier von? Wen habe ich denn da? Von irgendjemandem aus meiner Familie am besten. Ja, ja, König Aragorn. Zack, machen wir. Gefährliche Fraktion. Welche denn? Die hier. Wo sind die? Hier unten. Dann mache ich einfach fertig, was er mir mit schwache Ansprüche kann. So, das mache ich ja doch gerade. Ja. Wie gesagt. Und das ist schon die zweite Folge jetzt. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugesehen habt. Ich bin Neutral und wir sehen uns dann das nächste Mal. Und ich denke, ich habe gerade so viel Spaß in dem Spiel, ich werde direkt noch eine Folge aufnehmen. Also, bis gleich.